Moin Moin Pyros, willkommen zu dem Video und zwar ein Unboxing von Legal Pyro. Ja, wie wir hier sehen, haben wir ein richtig dickes Paket. Kurz zum Vergleich, meine Hand dazu ist schon extrem groß. 23 Kilo soll das Ganze haben. Habe ich mir bestellt bei Legal Pyro. Kurz auf Polnisch: Pozdrowienia do Legal Pyro. Mam nadzieję, że za ten filmik może jakiś, nie wiem, gratiszek albo gratis paczka przyjdzie jeszcze do mnie. Genau, geiler Shop auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Mit dem Code Pyroforelle spart ihr euch 10%. Ja, und ich würde einfach sagen, fangen wir an mit dem Unboxing. Ich habe hier mein schönes Messer am Start. Wir sind natürlich in Polen hier, in dem Hotel, das ist natürlich klar. Einmal hier aufgeschnitten. Einmal hier. Einmal hier. So, und dann würde ich mal sagen, ich bin selber gespannt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was drin war. Ich habe sehr viele Batterien bestellt on Stream. Falls ihr keinen Stream verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da und aktiviert die Glocke. Würde mich eh sehr unterstützen, wenn ihr ein Abo da lässt. Und ja, erstmal hier oben haben wir Füllmaterial. Bisschen was. Okay. Hier ist irgendwas, was ich nicht erkenne, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht auch noch Füllmaterial. Mal sehen. Ja, auch noch Füllmaterial. Und sonst sehen wir eigentlich schon die ganze Bestellung, ne? Also eigentlich müsste ich jetzt nicht mehr unboxen. So. Machen wir ein bisschen sauber hier. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Eine dicke, richtig dicke Batterie. 25 Schuss. Big Pyro, Big Fans Collection. 5 von Pyro Morave. Ich hoffe, ich kriege die mit einer Hand hier raus. Mit zwei Anzündschnüren. Natürlich in der Kategorie F2, versteht sich. So, dann haben wir hier einmal die Tasmanian Devil, der 6,80 € glaube ich. Richtig geiles Ding, habe ich mir angeguckt auf YouTube. Einige Videos davon. Sieht sehr, sehr geil aus. Und ich sehe gerade, hier fehlen einige Sachen. Ich vermute mal, ich kriege noch ein zweites Paket. Denn ich habe 4 Stück davon insgesamt bestellt. So, dann einmal nochmal hier die Tasmanian Devil, das zweite Mal. So, dann haben wir hier einmal die Fire Show. Das heißt, es wird noch ein zweiter Teil kommen, fällt mir gerade so auf. Ja, wie letztes Jahr auch schon in 2 Teilen geliefert. Ich meine, das wäre auch viel zu viel. Allein das hier wiegt, wie gesagt, 23 Kilo. Naja. Ich habe es natürlich, das Ganze habe ich natürlich abgeholt. Ein Kollege meinte, das hat fast 3 Wochen gedauert, die Lieferung, weil der Shopbesitzer meinte, dass da einige Sachen nicht auf Vorrat waren, die ich bestellt hatte, beziehungsweise die ich zum Abholen bestellt hatte. Dann machen wir auf jeden Fall weiter mit der Fire Show. Kann ich nur empfehlen. Also, ich kann alles eigentlich nur empfehlen, was ich hier bestellt habe. Aber Fire Show und Tasmanian Devil, mega geil. Dann haben wir hier nochmal die zweite. Dann hier die Dumbum Single Shots. Sehr, sehr geile Dinger. Machen sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ich die einmal bestellt habe oder zweimal. Ich glaube aber nur einmal. Dann habe ich hier zweimal die Signature Range, die habe ich letztes Jahr gehabt, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Gar nicht mal so teuer, für 4 Single Shots natürlich teuer, aber ich finde, der Preis, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir hier einmal, oder zweimal, die Turbo Smellig. Keine Ahnung. Habe ich mir bestellt, weil ich lange keine Vögel mehr in so einer Art hatte. Ich guck mal gerade, ob ich Fokus drauf kriege. Kategorie F2. Ja, ein bisschen zum Spielen, versteht sich.
Das Ganze haben wir hier zweimal. Insgesamt sind 3 Stück drin. Also insgesamt haben wir die 6-mal. So, jetzt haben wir nur noch dicke Batzen. Einmal hier die Blutschnee von Argento. Ich finde die recht teuer eigentlich, aber ich dachte mir, kann man mal mitnehmen. Ist nichts Verkehrtes. Und mal sehen, wie die sein wird, hatte ich selber noch nicht. Sonst haben wir hier noch einmal von Pyro Moravia die Big Fans Collection 4. Da sieht man es nochmal genau. NEM 420 Gramm, verteilt auf 20 Schüsse. Und das Ganze in einem Fächer. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist der Vorgänger von der Big Fans Collection 5, die wir hier haben. Einmal die 4 und die 5. Genau. Und sonst mein Highlight letztes Jahr. Werde ich vielleicht sogar doppelt zünden. Mal sehen. Die Upper Willow World. Dreimal bestellt. Ich glaube, die kostet 17 Euro. Aber die ist einfach nur bombastisch. Also die ist wirklich, wirklich geil. Dazu folgen dieses Jahr noch Videos. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Das war mein 0 Uhr Schlag. Und es hat so gut gepasst. Deswegen habe ich mir die dreimal jetzt bestellt, weil ich hier so überzeugt von der war. Und ich finde einfach Pyro Moravia, was Batterien angeht, in letzter Zeit mega. Und ja, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Abonniert mich auf Instagram, ich habe einen neuen Kanal oder einen neuen Account auf Instagram. Würde mich sehr, sehr, sehr unterstützen, wenn ihr mir da folgt. Und ja, sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Unboxing wieder. Teil 2 müsste ja dann auch kommen. Weil da fehlt noch ein bisschen was. Und ja, ich würde einmal sagen, haut rein, Pyros.